In diesem Abschnitt befassen wir uns nochmal intensiver mit den linearen Modellen. Wir haben schon die lineare Regression kennengelernt und wie man damit Klassifikation betreibt. Die lineare Regression ist aber nicht notwendigerweise die beste Art, Regression zu betreiben in der Praxis. Es gibt ein bedeutend robusteres Verfahren, das ist die logistische Regression. Und das möchte ich Ihnen an dieser Stelle vorstellen. Man kann daran sehen, wie mit sogenannten Loss-Funktionen umgegangen wird, weil auch beim maschinellen Lernen in Loss-Funktionen kommt eine große Bedeutung zu. Loss, zu Deutsch Verlust, Verlustfunktionen. Das heißt hier nochmal der Hinweis auf die Frage nach den Kosten. Hier das Gegenteil, Frage nach dem Verlust. Kosten kann man auch genauso gut als Verlust sehen. Danach beschäftigen wir uns mit dem Problem des Overfittings, das ich vorhin schon erwähnt habe und wie man dem begegnen kann, mitunter auch durch Regularisierung. Und wahrscheinlich schauen wir uns zuletzt dann auch nochmal an den Gradientenabstieg in etwas mehr Detail. Unser Ausgangspunkt bei der logistischen Regression, genau wie bei der linearen Regression, ist weiterhin die binäre Klassifikation, der Vergleichbarkeit halber hier. Wir haben ein Multiset von Feature-Vektoren X aus einem Feature-Raum, der ein Inner Product Space ist, mit p-Dimensionen. Und wir haben zwei Klassen, die in diesem Fall, wo in diesem Fall die negative Klasse mit 0 und die positive Klasse mit 1 kodiert ist. Bemerken Sie den Unterschied zu zuvor bei der linearen Regression, wo wir minus 1 und 1 gesagt haben. Außerdem haben wir eine Menge von Beispielen nach der Definition, wo wir sie schon öfter gesehen haben. Diese Beispiele sollen herangezogen werden, um eine logistische Modellfunktion y zu finden. Als ein Beispiel, das wir gleich sehen werden, für die Klassifikation, für die binäre Klassifikation, zum Beispiel die Unterscheidung von E-Mails, Spam oder Ham. Ausgangspunkt ist die lineare Regression bei der Beschreibung jetzt hier, weil ich Ihnen das Problem, das die lineare Regression hat, vorstellen möchte. Wir haben hier das, was Sie schon gesehen haben, nämlich eine Reihe von Objekten, die hier im eindimensionalen Feature-Raum nur mit der Feature-Variable x kodiert sind. Die Objekte sind abgetragen aus unserer Beispielmenge und auf der y-Achse sehen Sie die Einschätzung, ob es sich dabei um Spam oder Ham handelt. Und dazu sehen Sie eine Regressionsgerade, die auf diese Beispielmenge gefittet wurde, mithilfe der linearen Regression, genauso wie Sie es schon gesehen haben. Als Beispiel nehmen wir hier für das Feature einfach mal die Anzahl der obszönen Wörter, die sich in einer E-Mail befinden und sagen, je mehr obszöne Wörter, umso wahrscheinlicher handelt es sich dabei um Spam. Nehme ich schon ein bisschen was vorweg. Je mehr obszöne Wörter oder ab einem gewissen Punkt der Zahl der obszönen Wörter handelt es sich um Spam. Die Klassifikation, also die Regression, wie wir schon gesehen haben, trifft keine Entscheidung für uns. Wir müssen die Entscheidung selber irgendwie noch treffen, beziehungsweise dem maschinellen Lernverfahren noch eine Entscheidungsregel mitgeben, damit es die Vorhersagen machen kann, ob eine E-Mail Spam oder Ham ist. Anhand der gegebenen Beispiele wäre der Nullpunkt der Regressionsfunktion irgendein Wert x' auf dem eindimensionalen Feature-Raum. Und wenn es weniger als x' obszöne Wörter gibt, wird die Nachricht als Ham klassifiziert. Wenn es mehr gibt, wird die Nachricht als Spam klassifiziert. Betrachten Sie im Vergleich dazu diese neue Situation, wo wir ein weiteres Beispiel hinzubekommen haben, bei dem es sich um Spam handelt. Und dieses Beispiel hat bedeutend mehr obszöne Wörter als die anderen. Man könnte sagen, es ist ein Ausreißer. In der Statistik heißt das so, beziehungsweise ein Outlier. Und die Regel bleibt dieselbe. Die Regressionsfunktion ändert sich auf Basis der neuen Beispielmenge. Die Steigung wird etwas geringer und damit verschiebt sich auch der Nullpunkt
beziehungsweise der Diskriminationspunkt, den wir finden. Der neue Diskriminationspunkt liegt weiter rechts auf der X-Achse. Und demzufolge kann es nun passieren, dass wir für einige Beispiele eine falsche Entscheidung treffen. Obwohl es eigentlich gemäß dieser Beispielmenge möglich sein sollte, eine perfekte Entscheidung zu treffen, wenn wir nur den Nullpunkt weiter links wählen. Die lineare Regression lässt das jedoch nicht zu. Einfach deshalb nicht, weil das rechte Beispiel, das Ausreißerbeispiel, mit einem zu hohen Gewicht, Fehlergewicht, in die Berechnung der Regressionsgerade, in die Optimierung der Regressionsgerade bzw. die Optimierung der Parameter der Regressionsgerade einfließt. Was wir uns in der Praxis wünschen, beziehungsweise ich kann es auch nochmal genauer sagen, die Optimierung findet ja auf Basis des quadratischen Fehlers des Residuums, des Abstands, der Abweichung des vorhergesagten Werts zwischen dem gewollten Wert und dem vorhergesagten Wert der Modellfunktion statt. Und wenn Sie hier das Quadrat ausrechnen und hier ebenso auch die Quadrate und die Summe bilden, dann ist diese Regressionsgerade bedeutend besser, als es die andere Regressionsgerade gewesen wäre, bei der die Entscheidung zwar perfekt gewesen wäre bezüglich des Diskriminationspunktes, aber der Abstand bedeutend größer. Durch das quadratische Wachstum des Anteils eines Fehlers an der Entscheidung, welche Parameter besser sind und welche schlechter oder wo der minimale Fehler vorliegt im Hypothesenraum, sehen Sie schon das Problem, das die Messung des quadratischen Fehlers mit sich bringt. Je mehr Ausreißer wir haben oder einer der Extremen, es reicht schon, um die Klassifikation massiv zu beeinflussen oder die Modellfunktion. Und unsere Evaluierung sollte das dann am Ende auch ergeben, im Endeffekt, wenn wir die Fehler zählen. Das heißt, wenn ich Ihnen eine E-Mail schicke, die sogar als Hem anzusehen wäre, gegebenenfalls, hier ist die Liste aller obszönen Wörter. Nun ja, das würde diese Klassifikation vollständig zerstören. Gut. Was wir uns wünschen würden oder was wünschenswert wäre, ist, dass diese Gerade eben keine Gerade ist, sondern dass sie bei den Grenzen, die wir hier künstlich durch die Klassifikationssituation gesetzt haben, nämlich im vorigen Fall minus 1 und 1 oder im allgemeinen Fall bei der logistischen Regression auch 0 oder 1, Halt macht und nicht weiter steigt bzw. fällt, je nachdem, ob wir nach links oder nach rechts auf der X-Achse schauen. Das wäre wünschenswert. Die Funktion, die lineare Modellfunktion, kann das jedoch nicht. Es handelt sich schließlich um eine Gerade bzw. eine Hyperebene. Stattdessen wurde vorgeschlagen, die logistische Funktion zu verwenden. Es handelt sich dabei um eine Funktion, die zur Gruppe der Sigmoid-Funktionen gehört. Und diese Funktion ist, wie hier zu sehen, definiert. Wir haben Sigma von z gleich 1 durch 1 plus e hoch z, e hoch minus z. Und die Funktion ist auch hier geplottet, abhängig von z. Das heißt, Sie sehen hier den Funktionsverlauf. Die y-Achse, der Nullpunkt ist hier und die Funktion schneidet genau 0,5 und verläuft dann, sie erreicht den Nullpunkt nie und sie erreicht 1 nie. Das heißt, der Bildbereich ist in einem offenen Intervall zwischen 0 und 1. Und das Angenehme jedoch ist, dass die Abweichung ab einem gewissen Punkt von den beiden gewünschten Klassenvariablen infinitesimal gering wird. Das heißt, ein Ausreißer kann ganz offensichtlich augenscheinlich hier schon keinen großen Einfluss mehr haben, wenn man irgendwie diese Funktion verwenden könnte. Bis jetzt ist noch nicht zu sehen, wie man diese Funktion wirklich verwenden kann, denn sie ist ja einfach erstmal nur eine Funktion, die von irgendeiner Variable z abhängt. Aber jetzt können wir einen Trick anwenden. Wir nehmen die lineare Regressionsfunktion, die wir zuvor trainiert haben,
verknüpfen die mit der Sigmoid-Funktion, indem wir sie einsetzen an die Stelle von z. Dadurch ändert sich hier die x-Achse. Das ist nämlich genau das Ergebnis der linearen Modellfunktion. Und auf diese Weise haben wir die lineare Regressionsfunktion projiziert auf die Sigmoid-Funktion. Und darüber hinaus haben wir der Sigmoid-Funktion Parameter gegeben, nämlich unseren Gewichtsvektor w der linearen Funktion, die wir optimieren können. Das heißt, wir haben eine Verbindung hergestellt zwischen der Sigmoid-Funktion und dem Feature-Raum. Die Definition, wie gesagt, Urbildbereich ist dann dieser Funktion r hoch p plus 1 und der Bildbereich ist das in dem Fall offene Intervall zwischen 0 und 1. Das heißt, die Modellfunktion wird niemals exakt 1 vorhersagen, es sei denn, wir schauen ins Unendliche oder 0 ist negativ unendlich. Genau. Vielleicht auch nochmal zum Hinweis hier, p plus 1, deshalb, weil wir natürlich die erweiterten Darstellungen der Vektoren haben, um diese Repräsentation der Modellfunktion heranziehen zu können. Und das hier, das Äquivalenzzeichen soll bedeuten, dass man, also es ist nicht das Äquivalenzzeichen, nicht das logische Äquivalenzzeichen, sondern es bedeutet Identität, das noch einmal zum Hinweis, weil beim letzten Mal auch die Frage kam. Es bedeutet, es soll die mathematische Identität ausdrücken und soll eigentlich immer an den Stellen verwendet werden im Foliensatz, wo das eine mit dem anderen austauschbar ist. Also wir können Y schreiben oder Sigma. Meinen dasselbe. Okay. Die Interpretation dieser Modellfunktion kann auch auf probabilistischer Ebene geschehen, genau wie wir es vorher schon bei der Fehlerklassifikation gemacht haben. Das ist auch nötig, wenn wir besser verstehen wollen, wie diese Funktion dann einzusetzen ist, beziehungsweise wenn wir die Eigenschaften dieser Funktion besser ausnutzen wollen. Wenn wir schon eine Funktion haben, die irgendwie zwischen 0 und 1 schwankt, dann könnte man ja annehmen, dass es sich hier auch um Wahrscheinlichkeiten handeln könnte, wenn sie denn ordentlich nur auf die Daten gebildet werden. Und genau das ist eine mögliche Interpretation, die man dieser Funktion andichten kann. Das heißt, wir wählen genau wieder die probabilistische Definition, die wir auch beim wahren Missklassifikationsfehler angesetzt haben und hier dann insbesondere die beiden Zufallsvariablen x und c und definieren einfach den Funktionswert der Modellfunktion von Sigma von w transponiert mal x als die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von der Klasse 1 gegeben, dass ein Beispiel x eingetreten ist, parametrisiert mit einem Gewichtsvektor w. Das ist nicht als und misszuverstehen hier, das Semikolon, sondern es soll eine Parametrisierung eines Parameters, der im Prinzip nicht austauschbar ist, darstellen. Also das heißt, wir haben keine Zufallsvariable für den Parametervektor hier irgendwie. Das nur als Hinweis, damit diese Kurznotation hier auch für Sie einen Sinn ergibt. Wie man es mit Wahrscheinlichkeiten so macht, können wir dann auch die Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen, dass ein Beispiel zur negativen Klasse gehört. Das ist einfach die Gegenwahrscheinlichkeit der vorigen Wahrscheinlichkeit 1 minus y von x. Das können wir jetzt dann hier auch nochmal sehen. Die Grafik von zuvor ist wiederholt. Jetzt mit den Wahrscheinlichkeiten dafür, dass ein positives Beispiel wirklich positiv ist. Dieses hier, das ein bisschen zu weit links liegt in der Anzahl zum Beispiel der obszönen Wörter und teilweise auch, wenn man sich die x-Achse anguckt, im Bereich der E-Mails liegt, die weniger obszöne Wörter enthalten und demzufolge, beziehungsweise nicht demzufolge, sondern die als Nicht-Spam klassifiziert wurden, hat deshalb aber auch nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,5. Das können Sie dann einfach hier ablesen, wenn Sie das hier auf die Funktion projizieren und dann den y-Wert ablesen. Je weiter Sie nach rechts kommen, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, aber sie wird nie 1 übersteigen.
Und dasselbe gilt natürlich auch, je weiter Sie nach links kommen. Nochmal als Beispiel, wie gesagt, für das vorige Beispiel, Anzahl der obszönen Wörter. Einfach jetzt mal Zahlen ein bisschen aus der Luft gegriffen. Hier 5 obszöne Wörter in der E-Mail. Da könnten wir eine Wahrscheinlichkeit messen von 0,67. Oder wir können damit auch sagen, mit 67-prozentiger Chance ist diese E-Mail Spam. Ob das eine hohe Zahl ist oder eine niedrige Zahl, das ist eine Anfrage, die müssen wir noch klären. Genauso wie bei der linearen Regression gibt uns auch die logistische Modellfunktion noch keinen Hinweis darauf, ob wir oder wie wir die Entscheidung treffen müssen. Deswegen brauchen wir auch hier eine Entscheidungsregel wieder. Und diese Entscheidungsregel sieht dann so aus. Sie haben es vorher auf dem Plot gesehen. Die Y-Achse wird bei 0,5 geschnitten. Das ist auch gleichzeitig, ich gehe nochmal hier hin, ist auch gleichzeitig der Wendepunkt der Funktion. Ab hier bis hierhin steigen die Wahrscheinlichkeiten exponentiell und ab hier fallen sie. Es ist kein schlechter Ort, zu sagen, den Raum hier einfach in der Mitte zu teilen. Genauso wie vorher, wie wir vorher den Nullpunkt gewählt haben, wählen wir hier dann die 0,5. Und wenn also der Funktionswert größer oder gleich 0,5 ist, dann sagen wir, das Objekt gehört zur positiven Klasse, ansonsten gehört es zur negativen Klasse. Nochmal, auch hier einfach nur per Konvention das Gleichheitszeichen an dieser Stelle. Man könnte es auch an anderer Stelle setzen. Nur nochmal als Hinweis, dass das eine Wahl ist, die wir haben. Interessant ist, dass Sie, wenn Sie nur die Entscheidung treffen wollen, schon bei einer gegebenen, fertig trainierten Modellfunktion die Sigmoid-Funktion gar nicht mehr ausrechnen müssen, sondern es ist äquivalent, dass Sie dann einfach auch nur die lineare Modellfunktion ausrechnen und schauen, ob das Objekt sich auf der einen oder auf der anderen Seite der Diskriminationshyperebene befindet. Das liegt daran, dass die Optimierung der Parameter unter Einfluss der Sigmoid-Funktion als Modellfunktion beziehungsweise als Funktion, die auch von denen wir die Abstände zu unseren Beispielen berechnen, dafür sorgt, dass die lineare Funktion, die wir als Parameter der Sigmoid-Funktion verwendet haben, ich gehe nochmal dahin, einen anderen Parametersatz als optimalen Parametersatz findet. Ein geeignetes Optimierungsverfahren müssen wir noch definieren, aber die lineare Funktion, die hier als Parameter der Sigmoid-Funktion ist und hier im Prinzip wo im Prinzip nur das optimiert wird, liegt dann etwas anders im Raum. Sie liegt trotz der Ausreißer an der Stelle, die wir eigentlich haben wollten, nämlich dieser hier. Zurück. Das erreichen wir mit Hilfe der Sigmoid-Funktion. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich Ihnen dann beim nächsten Mal.